Und damit herzlich willkommen zurück in Transport Fever. Und wir haben in der letzten Folge zum Ende hin eine Aufgabe erhalten, nämlich Getreide liefern sollen wir zum Zoologischen Institut der NASA, damit die ihre Schimpansen ans Weltraumfutter gewöhnen können. Und das machen wir jetzt auch, denn das dürfte relativ zügig und problemlos gehen. Und da schnappen wir uns einfach mal hier zwei Güterumschlagsplätze für die Straße. Und uiui, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier nicht unbedingt uns in Unkosten stürzen, indem wir hier Felder abreißen. Aber ich sehe schon, das passt ganz gut. Ja, stellen wir da hin. Und dann gönnen wir uns eventuell gleich hier noch ein Depot. Gar kein Problem, da haben wir auch ein neues Fahrzeug verfügbar. Aber ich glaube, mit Personenverkehr auf Schiene wird nicht so viel los sein in dieser Mission. Bisher ist das zumindest so. Und jetzt brauchen wir hier einen Transporter für Getreide. Für Getreide brauchen wir das. Müssen wir mal schauen, welcher das kann. Der kann Getreide. Setzen wir mal. Das ist eine relativ lange Strecke. Ich würde mal so zwischen 10 und 12, vielleicht 14, nehmen wir erstmal einen Mittelweg 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und bauen uns da mal eine neue Linie. Na, geh mal aus dem Weg hier. Danke. Und zwar von hier fährst du Getreide nach hier unten. Das ist Getreide für die NASA. Und da geht's auch schon los. Und dann schauen wir mal, ein paar fahren nach unten. Und die müssten jetzt anfangen zu produzieren. Jeden Moment. Ich lasse das Ganze ja hier noch schnell laufen. Jawohl, jetzt geht das los. Das ist schön. Die fangen an. Das hat also funktioniert. Eigentlich könnten wir direkt noch Nahrung herstellen. Und nach Vancouver liefern, aber das ist ein Task, der ist nicht nötig und ich möchte jetzt nicht hier mich mit unnötigem Zeug rumschlagen, sondern eher mich mal drum kümmern, dass wir hier mehr Wagen an unseren Plastik- und Maschinenzug kriegen, denn wir haben wieder ein bisschen Geld. Ah, 6 Wagen, 2 hängen, ne, 5 Wagen haben wir jetzt, 2 hängen dran, das gibt 7, ja, das können wir erstmal machen. Okay, der hat jetzt abgeliefert. Das heißt, wir können den hier vorne eigentlich drehen. So. Wieso fährt denn der da lang? Einmal drehen und ab ins Depot. Hahaha, ja, klar. Jetzt war ich natürlich zu voreilig. Aber wieso wechselt er hier nach links? Das ist mir irgendwie... Das will ich nicht. Das will ich eigentlich absolut nicht, dass er das macht. Aber erstmal schicken wir ihn ins Depot. Dann gucken wir mal nach der Linie. Ja, die geht hier nämlich zusammen. Und das ist eigentlich was, was ich nicht will. Weil dann stehen wir nämlich irgendwann den Ölzug hier mal im Weg. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall auf der Linie... was war das? Plastikmaschinen Boeing. Wieso gibt es denn hier 2 davon? Seattle Güterbahnhof... Seattle LKW-Station. Ach, ich habe da schon eine Linie eingerichtet per LKW. Deswegen steht da auch die Station. Nee, aber die entfernen wir mal wieder. Und hier muss auf jeden Fall nach Güterbahnhof 3, meine ich, dieses Signal als Haltepunkt rein. Genau, jetzt haut unsere Linie nämlich wieder hin. Wunderbar. So hatte ich mir das vorgestellt und jetzt können wir hier im Depot mal die Wagen nach oben schicken und den Zug wieder auf die Linie, damit wir hier ein bisschen eine angemessenere Kapazität bekommen und müssen gucken, dass wir früher oder später jetzt den Ölzug nochmal verdoppeln. Das ist der hier, oder? Ne, das ist unser Kohlezug. Genau, das ist unser Kohlezug. Der interessiert jetzt gerade nicht. Der fängt aber auch wieder an, hier was zu transportieren. Und die produzieren auch wieder. Also so langsam kommt wieder der nötige Bedarf rein. Und du bist auch Kohle. Wir haben 2 Kohlezüge unterwegs. Wo ist denn jetzt der Ölzug? Da ist der Ölzug.
Und der hat 82 Öl geladen. Das sieht sehr gut aus. Müssen wir den da wirklich verdoppeln? Weil wir haben ja noch Kapazitäten frei eigentlich. Ich weiß es nicht. Das richtige Treibstoffgemisch scheint schon bald gefunden zu sein. Damit sich die Astronauten der Mondmission schon vorab an den Zustand der Schwerelosigkeit gewöhnen können, muss dieser simuliert werden. Das geht so. Ein geeignetes Flugzeug schießt in hohem Tempo und steilem Winkel nach oben und dann in ebenso steilem Winkel wieder runter. Unsere Freunde von Boeing haben hierfür eine spezielle Maschine entwickelt. Hinter vorgehaltener Hand nennen sie sie liebevoll Vomit Comet, also Kotzbomber. Warum auch immer. Warum auch immer. Airtime, Leute, Airtime. Eigentlich wäre das jetzt eine perfekte Überleitung zum Planet Coaster gewesen. Aber okay. Gut, wir müssen Parabelflüge durchführen. Richte eine Linie mit einem einzigen Flughafen als Stopp ein und setze die Vomit Comet auf der Linie ein. Alles klar. Das können wir natürlich machen. Ja, sicher doch. Obwohl sie es ja schon ganz schön staut. Aber gut, das machen wir natürlich. Zack. Und das wird unsere Kotzbomberlinie. Ich übernehme das einfach mal so, ne? Okay, da muss ein Flugzeug drauf. Und zwar im Speziellen unsere Vomit Comet. NASA Vomit Comet, alles klar. Okay, 19 Millionen. Das dauert noch ein bisschen, bis wir das erfüllen können. Befürchte ich. So, wie viel hat denn der jetzt geladen? 33. Hier muss noch was passieren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es was bringt, wenn wir den Ölzug jetzt wirklich verdoppeln. Wie sieht es denn jetzt mit unserer Produktion aus? 96. Rohöl warten 33. Ist die Frage, weil die. Produktion 60. Hier geht die Produktion. Ach ne, das ist die Kohlemine. Die produzieren aber ohne Ende hier. Also das müsste sich eigentlich noch ausgehen. Ja. Problemlos. Wie viel haben die jetzt noch im Lager? Ich befürchte nämlich, die haben einfach nicht genug im Lager. Doch haben sie. Ja gut. Da müssen wir mal schauen, aber ich denke mal, das dürfte es an sich eigentlich sogar ausreichen. Wir müssen mal gucken, was unsere Linien jetzt dazu sagen. Also unsere Plastiktransportlinie und Maschinentransportlinie dürfte sich so langsam aber sicher ins Plus fahren. Da hat es 24 Maschinen geladen, das ist natürlich jetzt noch nicht der Oberhit, aber hier tut sich was. Und das ist das Wichtige, also so langsam läuft der Spaß an. Unsere Schiffe werden natürlich immer noch ein unglaubliches Minus machen. Nee. Okay, waren die nicht... Ach nee, die waren... Der ja war 3,6 Millionen im Minus, der Kohlezug, ja. Aber trotzdem, es bessert sich auch bei den Schiffen. Der Kohlezug wird natürlich erst noch eine ganze Weile brauchen, bis er aus seinem Minus raus ist. Der hat so viel angehäuft. Ja. Da wäre es vielleicht sogar sinnvoll, einen mal rauszunehmen. Der hier wartet jetzt auf freie Wege. Der hier ist unterwegs. Der liefert gerade Kohle ab, aber halt nicht besonders viel. Ich würde fast meinen, zwei Züge sind zu viel. Ist aber, ja, schwer einzuschätzen. Ist mit der Produktion da oben auch nicht so richtig lief bisher. Müssen wir mal gucken. Hier hinten, wie sieht's da aus? 38, ja, das ist alles relativ schwach. Aber gut, das können wir nicht ändern. Da müssen wir wahrscheinlich mit leben und gucken, dass wir trotzdem irgendwie die Kohle zusammengekratzt kriegen. 20 Einheiten. Ja gut, jetzt haben wir natürlich genug Maschinen geliefert, aber ich denke mal, also die werden... Wird der erste Amerikaner seinen Fuß auf den Mond setzen. Weiter abgenommen. Die Russen sich unten auf der Erde grün und blau ärgern. Um die von uns mitentwickelte Saturn-5-Rakete noch effizienter zu machen, muss das Treibstoffgemisch optimiert werden. Helfen wir unseren Freunden in der Produktionsstätte und liefern die nötigen Treibstoffvorräte für ihre Experimente. Das können wir sehr gerne tun. Jetzt nehmen die hier Treibstoffe an. Wahrscheinlich keine Maschinen mehr, oder?
weiß es nicht. Müssen wir jetzt mal kurz beobachten hier, ob der trotzdem noch Maschinen mitnimmt oder ob wir hier alles einstellen können. Also produzieren tut der Kollege hier noch, aber... Also 4 Einheiten haben wir jetzt noch hier. Ich bin mal gespannt, ob die abgenommen werden. Ich habe nämlich die Befürchtung, nein. Das wäre ein bisschen mies. Doch, die werden noch abgenommen. Okay, dann können wir den Zug weiterfahren lassen. Gar kein Problem. Dann produzieren die noch. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall Treibstoffe holen. Und hier runterbringen. An dem Bahnhof hier. Und das sollte jetzt nicht das große Problem darstellen. Wir sollten aber vielleicht... Moment, will ich das... Obwohl, ja, nee, das sollte eigentlich jetzt nicht das große Problem darstellen, wenn wir hier nochmal mit einem Gleis rausgehen. Kommen wir nicht raus. Wo kämen wir denn? Ich weiß nicht, reicht hier auch? Ja, das ist schon relativ weit, ne? Also wir müssen schon irgendwie hier, eine Umgehung hinbringen. Ah, da können wir eigentlich bei einem Zug bleiben. Das sollte uns ausreichen für den Zweck. Da machen wir hier eine Doppelkreuzweiche hin, damit wir hier zweigleisig fahren können. Und gucken mal, dass wir irgendwie jetzt hier vorne reinkommen. Ist natürlich relativ steil, die Geschichte. Wenn ich mich hier schön anfüge und dann sage, ich möchte gern hier einmal quer rein. Nicht möglich. Kollision bei der Terrainangleichung. Das ist natürlich doof. Komme ich hier vorbei? Nee, hier komme ich auch nicht vorbei. Ah, das ist äußerst schade. Ich hätte schon gern den Bahnhof mit weiterverwendet. Was wir aber machen können... Pausieren wir mal kurz halt, nein. Na, wirst du wohl aufhören. So, danke. Jetzt kreisen sie hier mit dem Heli umher. Das ist... Oh, Leute. Ehrlich. Das höre ich ja massivst durch mein Headset durch. So, wir gehen jetzt mal hier auf 3 Gleise anwenden. Und wir werden jetzt hier einen kleinen Umbau machen. Mal schauen. Ja, genau. Ich wurde gerade kurz ein bisschen abgelenkt. Entschuldigung. Dann müssen wir hier natürlich einiges wegnehmen. Das nützt alles nicht. So, du gehst hier ran. Und du kommst raus und gehst hier ran. Das ist jetzt natürlich... Ja, das geht gerade noch so. Damit gebe ich mich gerade so noch zufrieden. Die Linie müsste es jetzt verstanden haben, mehr oder weniger. So will ich das nicht. So will ich das absolut nicht. Du fährst bitte nach dem ersten Halt, nach da. Genau, so sieht das ganz gut aus. Ich hoffe mal, er verhaspelt sich nicht hier hinten irgendwo. Nein, das geht klar. Das ist sehr schön. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich ein was nicht bedacht habe. Nämlich, dass ich mit diesem Gleis hier noch durch will. Genau. Und hier komme ich nicht rein. Okay, also müssen wir hier nochmal kurz abreißen. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal zusehen, dass ich hier möglichst steil rankomme. Und dann hier nochmal rankomme. Und das hier irgendwie so hier durchziehe, dass es passt.
kriege ich das hin? Natürlich nicht, ne? Ich muss hier weiter ausholen. Das nützt nicht. Hier muss eine weitere Kurve rein. Sonst klappt das nicht. Mal gucken, was er sagt. Wenn ich den jetzt hier ranhole. Was bau nicht möglich? Willst du mich gerade ein bisschen... Ja, jetzt geht's. Das könnte jetzt schon fast wieder zu viel sein. Ne, das geht so. Wunderbar. So scheint es zumindest zu funktionieren. Jetzt müssen wir mal in die Linien gucken. Gut, die hat es ordentlich recovered. Das funktioniert soweit. Okay. Dann müssen wir jetzt uns die Linie für unseren Treibstoff einrichten. Geld müssten wir ja auch jetzt durchaus genug haben für einen passenden Zug dafür. Von da nach da. Der kann eigentlich nur auf das eine Gleis reinfahren. Das ist richtig soweit. Jetzt müssen wir aber schauen, was er hier macht. Und das macht er schon ganz richtig. So habe ich mir das vorgestellt. Ich hoffe mal, er macht es auch noch richtig, wenn wir hier die Signale gesetzt haben. Denn hier muss auf jeden Fall noch eins hin für die Einfahrt. Und dann macht das immer noch richtig. Das ist sehr, sehr schön. Da vorne ist ein Block, das heißt, wir könnten hier noch ein Signal setzen und dann stimmt das wieder. Und hier müsste er eigentlich aufs andere Gleis gehen. Ja, das macht er immer sehr schön von allein. Das ist sehr gut. Gut, das ist unser Treibstoff für Boeing. Und ja, dann können wir gucken, dass wir hier einen Zug draufsetzen. Die Frage ist, wo stelle ich das Depot hin? Habe ich hier vorne nicht noch irgendwo eins rumfliegen, was ich nutzen könnte? Natürlich nicht. Ganz klar nicht. Wieso auch? Wäre ja auch totaler Quatsch, hier ein Depot zu haben. Machen wir ganz einfach. Passt das hier noch rein? Wäre ja schon nicht schlecht. Sieht ganz gut aus. Da müsste man eigentlich Anschluss kriegen. Relativ problemlos. Ja, das funktioniert auch. So, zack. Und dann holen wir uns nochmal... Ich würde sagen, wir bleiben bei der GP9. Die hat uns ja bisher gute Dienste erwiesen. Und... 1, 2, 3, 4, 5, 6, nee, reicht nicht ganz. 5 Wagen, ja gut. Treibstoff Boeing, ich denke 5 Wagen sollten für diese Linie fürs Erste ausreichend sein. Damit dürften wir leben können. Jetzt muss der natürlich erstmal warten, bis der Block frei ist. Mal gucken, ob sich das hier halbwegs ausgeht. Jetzt ist der Block frei, dann kann er direkt durchfahren, rein theoretisch. Mal gucken, ob die das hier vorne schon kapieren und vielleicht bis dahin schon den einen oder anderen, ja, das ein oder andere Fass Treibstoff hinstellen, bis der da ist. Also bis jetzt noch nicht so richtig. Ja. Öl wird natürlich ganz massiv abgeholt, ganz klar, keine Frage. Aber Treibstoffe noch nicht. Jetzt. Jetzt hat er es verstanden, alles klar, das heißt, das läuft dann auch demnächst an. Und jetzt müssen wir mal gucken hier. Ich befürchte nämlich, dass hier doch nicht mehr so viel los ist, oder? Wobei, die haben eine recht hohe Produktion, aber... Ja, wobei 27 Einheiten
Sieht ja so schlecht gar nicht aus, weil ich mich eigentlich gerade gewundert habe, dass hier oben keine Maschinen mehr bereitstehen. Nichts warten, nee, nee. Linienbenutzung, nein. Das ist natürlich eher kontraproduktiv, dann nehmen die wohl doch keine mehr ab. Das wäre jetzt natürlich eher doof. Da müssten wir sehen, dass wir den Zug mit Maschinen direkt zurückfahren lassen und gucken, dass wir die Maschinen vielleicht in der Stadt loswerden. Mal schauen, wo da Industrie ist. Direkt hier vorne ist Industrie. Aha. Da wäre ja ein Kopfbahnhof viel intelligenter gewesen, nicht? Wie dem auch sei, da würde ich aber tatsächlich hingehen. Würde hier nochmal, Quatsch, war schon richtig so. Hier nochmal ich hab's heute auch wieder mit Wortfindung und so. So einen Güterplatz hier hinstellen. Die Frage ist nur, wo, damit wir möglichst viel von dieser Industrie damit reinbekommen. Hier reiße ich natürlich Unmengen ab, ne? Und das kostet ein Heidengeld. Krieg dafür aber auch unglaublich viel Industrie mit in den Radius. Und das mache ich auch. Und dann brauche ich ein paar LKWs, die Maschinen von hier nach da schaffen. Ist doch die Industrie, die Maschinen haben will, oder? Jawohl, so ist das. Damit wir hier wenigstens noch ein bisschen Geld verdienen, haben wir hier unser Depot und haben ja auch schon ein paar. Können die Maschinen? Die können Maschinen. Dann können wir die alle eigentlich ja schon auf dieser Linie 1 zuweisen. Und die benennen wir jetzt noch. Das ist im Moment eine Linie 1. Die heißt jetzt ab sofort Maschinen für Seattle, ist das. Und dann sollte das auch funktionieren wieder. Dann dürften die hier nämlich wieder anfangen zu produzieren und bald wieder die Linie benutzen. Genau. Passt. Wunderschön. Jetzt muss ich mal gucken, ist das der Zug? Jawohl. Da können wir nämlich hier aus dem Fahrplan den Güterbahnhof 3 rausnehmen. Und dann haben wir dann nur noch eine Durchfahrt. So. Der hier schafft Treibstoff her, das ist sehr schön. Jawohl. Gut, wunderbar, dann läuft das. Jetzt müssen wir gucken, dass wir uns die Kohle ansparen für die Flieger, damit wir unsere Parabelflüge machen können. Und ja, hier häuft sich natürlich das Rohmaterial, aber das ist grundsätzlich nicht schlecht. Und ich würde sagen, auf diesem doch recht erfolgsversprechenden Stand werde ich mich aus dieser Folge verabschieden und wünsche euch bis zur nächsten eine gute Zeit. Ich hoffe, dass wir da die Parabelflüge machen können und uns niemand auf den Bildschirm kotzt. Habt ein paar schöne Tage. Ich bin Denny. Ich bin jetzt raus hier. Bis dahin, haut rein.